Jetzt heilen wir uns erstmal das grüne Kraut. Kann man nicht, glaube ich, nicht mit drauflegen, oder? Nee. Dann muss man gleich mal aus hier. Aua! Trete mich doch nicht! Sir, das waren die Insekten aus Resident Evil 5 war das ja. Aus dem fünften Teil, die so Mist waren. Grünes Kraut nehmen. Grünes Kraut nehme ich natürlich mit. Denkst du ehrlich, ich wär so bescheuert? Den Schatz haben wir hier geholt. Gut. Genau, da kommen wir oben raus. Resident Evil Architekten muss ich definitiv, keine Ahnung, Herz umdrehen. Wer baut denn sowas? Ab nach oben. Und hier. Hier ist der Schatz. Genau, hier kommen jetzt die drei Augen rein. Wir kommen jetzt die Augen rein, die wir jetzt gefunden haben, glaube. Nee. So kombinieren. Haben wir alle drei, gut. Drei Kerben könnte was hineinpassen. Und das sind. Ah, da haben wir da. Haben wir uns gehabt schon mal. Aber ja, sind wir denn nicht mehr da? Da oben ist jetzt das blaue, die blaue Zielscheibe, oder? Nee? Hier? Welcome. Ja, welcome. Got some rare. What are you selling? Was ich jetzt verkaufen will, ist jetzt die Lampe. Und da kriege ich jetzt dafür. Wo haben wir das jetzt? Is that all, stranger? Is that all? Is that all? Is that all? Is that all, stranger? Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Was ich jetzt tunen möchte, ist erstmal das da. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you.
Vom Schrotgewehr möchte ich dann erstmal das erhöhen. Kriege ich schnell irgendwie Geld zusammen? Und das andere? Nee. What are you buying? What are you buying? What are you selling? Was ich jetzt verkaufen möchte, ist gerade gucken. Wo geht denn das da lang? Ein kleiner Nebenweg, den man gehen kann. Na gut, wir müssen hier da lang gehen, weil die Tür zu ist. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind bereits viele Jahre in Castellane, dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab sich eine religiöse Gruppe namens Los Illuminatus. Die Wurzeln in ihrer Gegend hatten der erste Kastellan beraubt und ihre Rechte, ihre Macht. Als die Anhänger der Religion, als der achte Kastellan fühlte, verpflichtete und diese Sünde zu büßen. Okay, gut, es dauert eine Weile. Ja, aber sie können es selber durchlesen. Ah, da bist du doch. Ach, was haben wir denn da schon wieder? Siebenhundert. Gut, kriegt man 10.000, um das neue Visier zu holen. Perfekt. Ja, wir kriegen das gleich zusammen, das Geld. Die 10.000. Da ist nichts. Oh, ich habe gar nicht bekommen, dass die Aufnahme so lang war. Ja, sorry, der war halt ein Long Part. Ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, wenn es mal etwas länger der Part ist. Gab es eigentlich noch einen Schatz hier in diesem Raum? Nee. Ich weiß jetzt, dass ich den Typen erwischen muss.
So. Oder vielleicht habe ich es geteilt. Oh! Das ist mein Schatz. Oh, das hat man gerade einen Schatz genannt. So, die TPM höre ich lieber dann nochmal wieder. Sturmgewehrmunition, sehr gut. Ihr könnt bestimmt in den Raum bleiben, oder? Wenn ja, wäre das sehr nett. So. Willkommen! Was ich jetzt kaufen will, ist das verbesserte Visier, halbautomatisch. Obwohl, ich brauche das eigentlich nicht. Aber ich kann es trotzdem mal holen. Da. Ich bin der Meinung, ist das was erstmal, glaube ich, für diesen Part. Ja, wahrscheinlich habe ich das mir dazu noch geschnitten. Ja, wahrscheinlich ein bisschen gekürzt und danach, ja, ein bisschen geschnitten und dann ja. Na gut, wie gesagt, das war's erstmal mit der Aufnahmesession von Resident Evil 4. Ich hoffe, wie gesagt, die Parts haben euch gefallen und ja, ich würde mich gerne auf einen Daumen nach oben freuen. Oh, da sehe ich was Schönes. Das hören wir uns doch ab. Oh, ein Spinell. Na gut, wie gesagt, das war's hoffentlich. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Resident Evil 4 wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.